Willkommen vor den Empfangsgeräten. Ich bin Morgens Jakob von den Frakta und ich bin in American Independence War, eine Total Conversion Mod für People's General, also People's General wurde in Deutschland als Dynasty General vermarktet. So, schauen wir mal, was gibt's denn an Kampagnen? Eine, 4. Juli. Okay. Da scheint nichts zu sein. Gut, dann machen wir das mal so. Grüne Schrift, hellgrüne Schrift finde ich immer etwas ungünstig, aber was heißt drum. So, Lexington. Das kommt mir irgendwie gerade vage vertraut vor. Von der amerikanischen Bürgerkriegsmod, die ich mir letztens angeguckt habe. Ich schließe mal die Reihen. Leckt das Spiel? Also irgendwie ein bisschen kaugummiartig, oder? Finde ich aber hübsch gemacht, dass er beim Marschieren das Gewehr so vor sich hält und dann anlegt. Also irgendwie reagiert das Spiel so ein bisschen verzögert. Egal. Obwohl, nee, warte mal. Also irgendwie muckelt das Spiel so ein bisschen rum. Minuteman. Miliz.
Nochmal Miliz. Ja, er kann eigentlich da mal drin stehen bleiben, genauso bei den Riflemen, den holen wir besser vor in die Linie. Ich weiß jetzt echt nicht, ob das jetzt wirklich an der Mod liegt oder ob mein Computer da gerade irgendwas im Hintergrund treibt und deshalb das Spiel hier so ein bisschen, weiß auch nicht, so ein bisschen zähflüssig ist. Also ist ein bisschen ungeschmeidig. Was gibt es denn eigentlich zu kaufen? Wow, okay, cool. Auswahl ist auf jeden Fall da. Regimenter aller Gründungsstaaten. Sehr cool. Also im Moment würde ich eigentlich zu der tendieren. Wobei für den Rifles kann ich halt mehr aufstellen. Wo ist der Unterschied zwischen den beiden? Sehe ich gar keinen. Mir fehlt es an Kavallerie, um ehrlich zu sein. Kosten tun die alle das gleiche. Ah, der ist aber ein bisschen Kampf. Nee, der ist ein bisschen teurer auch. Wenn man einen leichten davon nimmt. Bleiben noch 100. Ist halt die Frage, kriegt man da noch mehr Kohle irgendwie für irgendwas? Wahrscheinlich eher nicht. Das lag noch für Marines. Cool, nehmen wir mit.
Dann gucken wir mal, was die Engländer so treiben, oder? Warte mal. Ja. Ich hoffe jetzt bloß, mir schlafen da jetzt die Füße ein, wenn es bei den Engländern genauso lang dauert. Ich hätte bei der Tommys gesagt, das darf man ja nicht sagen. Das habe ich ja doch Tommys gesagt. Das habe ich sogar zweimal gesagt. Egal. Ist mir irgendwie die CPU abgeraucht, ist irgendwo ein RAM-Balken rausgeplumpst. Was ist denn los? Selbst wenn im Hintergrund, keine Ahnung, der Virenscanner rührt oder von mir aus Windows-Sicherungsgedöns ablegt oder so, dann dürfte das sich doch trotzdem hier nicht so niederschlagen. Ja gut, wenn der gerade seine Truppen verschiebt und das dauert bei ihm genauso lang wie bei mir, dann würde ich sagen, schneide ich glaube ich raus, bis irgendwas passiert. Also bis hier tatsächlich irgendwas passiert. Von jetzt bis da, wo was passiert, werde ich einfach in der Nachbearbeitung ein Stück rausschneiden, damit ihr jetzt nicht irgendwie 5 Minuten auf dem Bildschirm starren müsst oder 10 Minuten, weiß der Geier, wie lange das jetzt dauert, was die KI da treibt. Oh, okay. Tja. Ich frage mich, was der getrieben hat, dass da nichts aufgetaucht ist. Ich glaube, ich nutze mal meine Aufklärung. Okay, da sind die Rotröcke. Sie haben Mohawks mitgebracht. Und 8 Pfünder Artillerie. Gut, dann mache ich mal jetzt kurz meine Linie dicht.
Okay, dann machen wir Rundenwechsel und hoffen mal, ja. Okay. Warum habe ich Engländer in meinem Rücken? Haben die KI eine gnadenlos geniale Strategie angewendet? Naja, komm, dann kriegen ja Scouts jetzt erstmal die Hucke voll. Also ich weiß echt nicht, was hier los ist. Warum das jetzt irgendwie so abstottert, das Spiel. Aber wirklich vernünftig spielbar ist das so nett. Also zumindest nicht bei mir. Gut, wenn ich jetzt, keine Ahnung, eine halbe Kiste Bier getrunken hätte, dann würde mir das wahrscheinlich gar nicht auffallen. Aber die meiste Zeit spiele ich eigentlich nüchtern. Also insoweit. Weiß nicht. Aber dass der an der Knie der Opa auftaucht hinter mir, das finde ich unfassbar faszinierend. Komm, Jungs, schnappt euch den mal. Warum habe ich so hohe Verluste, wenn ich den angreife? Bin ich fasziniert. Gott, wir schicken die Kavallerie. Dafür haben wir sie immerhin gekauft. Sehr ordentlich. Trotzdem gehe ich jetzt mal ins Menü zurück. Das ist ja alles ganz lustig. Also die Einheiten sehen toll aus. Die Idee finde ich auch großartig. Aber aus irgendwelchen Gründen muckelt das Spiel bei mir hier rum. Das finde ich nicht so lustig. Okay, bei den Szenarien sind nur zwei der Schlachten drin. Ja, gut. Auf jeden Fall ist jetzt im Fragter Games Archiv. Soweit so schön. Ja. Natürlich wie immer verlinkt und da könnt ihr euch das selber mal angucken. An sich, wie gesagt, denke ich, dass das ein genauso schönes Spiel ist wie die anderen Mods, die ich bis jetzt gesehen habe für People's General. Warum das jetzt bei mir? Keine Ahnung. Ich werde, sobald ich das jetzt fertig aufgenommen habe, checke ich mal, ob da im Hintergrund irgendwas lief, ja, ob da irgendwie Windows was Dummes gemacht hat oder keine Ahnung, der Virenscanner. Also das ist mir gerade extrem suspekt, weil das Spiel ist ja jetzt nun mal wirklich 17 Jahre alt. Die Mods sind ja natürlich nicht so alt, wie man sieht. Oben steht ja, wann er so rausgehauen hat, die letzte Version. Das heißt, die Modding-Szene ist noch ziemlich aktiv. Finde ich cool. Finde ich richtig cool, dass die nach all den Jahren dem, weil die Spiele an sich sind ja wirklich toll. Ja, die Panzergeneral-Reihe und die beiden letzten Ableger aus der Reihe sind ja eben nun mal Panzergeneral 3D und People's General, beziehungsweise
Die richtigen Bezeichnungen sind ja Panzergeneral 2 und People's General und die deutschen Titel für die Spiele sind ja Panzergeneral 3D und Dynasty General. Ja, damit der Verwirrung völlig Genüge getan ist. Wie auch immer, ich zockel weiter ins nächste Spiel, es hoffentlich nicht so rummuckel, ansonsten fange ich an, an meinem Computer zu zweifeln und mach mal komplett Diagnose. Und ansonsten wünsche ich euch was. Macht's gut, bis bald. Tschüss.